Wir sind 5 Minuten zu spät, aber wir werden wahrscheinlich trotzdem die Ersten sein, wie ich das mal da einschätze. Das ist die Tür. What the fuck? So, das hört sich langsam und nie und nimmer passen hier 80 Leute rein. Das wird so, so aber wer drin ist, ist drin, würde ich sagen. Hallo, wir sind wieder beim Rokos Potluck und hier ist die Gina. Der eine oder andere kennt die vielleicht schon von meinem Live-Talk, da war sie auch schon mal dabei. Hat sie allerdings nicht so viel gesagt. Waren halt nicht meine Themen, ne? Ja, und ja, wieder beim Rokos Potluck. Du bist der Dauergast hier beim Rokos Potluck. Genau. Und, aber hast du schon mal so eine Enge wie heute erlebt? Nee, also ich glaube, das ist echt, das toppt alles. Es ist noch krasser wie davor. Also davor waren wir im größeren Raum. Mhm. Beim ersten Mal hier, da war es zwar auch eng, aber so heftig wie heute definitiv nicht. Also ich muss ja erstmal, also sonst ist es so geil für mich. Ich brauche das, diese Nähe, Menschen und so um mich rum. Und das, also ich saug das richtig auf, das nährt mich total. Und diesmal war es so, boah, ich musste erstmal ankommen, durchatmen. Es war richtig heftig. Definitiv. Aber es ist trotzdem angenehm. Also ich muss auch sagen, ich bin ein wirklicher, der die Menschen liebt. Und da auch gerne so Gruppenkuscheln mit ganzen Menschen vor zusammen und so weiter. Aber heute ist echt, echt heftig. Also wirklich, also du. Hätte ich nie gedacht, dass du so das empfindest. Ja, ja, es ist Wahnsinn. Also ich, du kommst, also ja, es ist einfach viel. Es ist einfach wirklich einfach viel. Und aber es ist halt, wie es ist, ne? Und jetzt draußen, oh, es ist so schön. Es tut echt gerade gut, ey. Das spiele ich immer so schnell, aber es tut gut. Das ist richtig schön. Ich denke auch so eine Frage der Zeit, bis die ersten geht. Es war leider doch so, dass einer gekommen ist, der hat es gesehen. Da hat sein Essen abgegeben und hat gesagt, ich muss wieder gehen, ich kann leider nicht. Und das tut mir natürlich total leid, aber hilft dir alles nichts, ne? Also den anderen Raum, den kriegen wir nicht mehr, also. Genau, die bösen Kinder. Toll, dass wir überhaupt einen haben, ne? Genau. Und beim nächsten Mal, am 11. wahrscheinlich, müssen wir halt sehen, ja, ob wir dann noch einen anderen Raum mieten und vielleicht wirklich dann, dass jeder mal 1, 2 Euro oder sowas, dann. Ich denke, das ist kein Problem. Auch ich glaube, heute, was die Spenden angeht, ich weiß nicht, ob da jeder dran denkt, davon noch was reinzulegen. Das ist so ein Kunderbund. Ja, selbst die Essensvorstellung war so durcheinander, das war einfach. Ist einfach zu viel für den Raum, muss man einfach so sagen. Ja. Aber ansonsten, ja, trotzdem, macht Spaß. Also, trotzdessen. Das ist mein Highlight im Monat. Ja, muss sagen auch, ja, auf jeden Fall. Ich hatte das erste Mal Übernachtungsgäste, 2. Sehr schön. Eigentlich mal konnte ich jemandem helfen. Ja, ja, das ist auch schön, wirklich. Also, die Leute, also jeder, ich glaube, jeder, der bisher hergekommen ist und gesagt hat, er würde gerne irgendwo übernachten, hat sich immer irgendwie was gefunden. Wenn es halt nur der Boden bei irgendjemandem ist oder bei sowas. Bei dir, ne, 11 oder was? Wie viele 14 waren es heute, aber sagen wir, 3 wieder jetzt abgesagt, von daher wird es wahrscheinlich dann doch nicht so. Und dann hast du ja von den 14, hast du ja dann 2, Anna und Sandra? Ne, Anna nicht. Ach, Anna Caro. Nicht. Caro und Sandra. Mhm. Egal, also schlafen auf jeden Fall einige wieder irgendwo, aber. Irgendwie kommt jeder unter. Bei dir im Garten diesmal auch. Im Garten 3 Leute, bei den winterlichen Temperaturen und wow, in der Wohnung dann halt der Rest. Okay. Gut, na dann, alles klar. Tschüssi. Tschüss. Genau, fangen wir hier von an. Das ist ein Gurkensalat. Erzähl mal, was ist drin? Gurken. Öl und Essig. Gurke, Öl und Essig. Und Dill. Und das ist unsere jüngste Rohkost-Zubereiterin ever. Wie alt bist du denn? 4 Jahre und sie hat einen Gurkensalat zubereitet. Na, wenn das nichts ist, das könnt ihr mal toppen beim nächsten Rohkost-Potluck. Also alle 3 und 2 Jahre hier auf meinem Kanal zuschauen, ist halt eingeladen. Okay, hier ist ein Salat. Mit ein Rettichsalat. Rettichsalat. Mhm. Schwarzer Rettich mit Apfel. Also das hat mir eigentlich schon gereicht, muss ich gestehen, an Zutaten. Fand's lecker. Schön. Gut. Dann, wo bist du jetzt hier? Diesen Salat ist mit Weißkrautsalat mit Möhre und Apfel und das Dunkle, da sind Wakame-Algen. Genau, ansonsten sind da noch ein paar Gewürze dran. Nichts gefährliches. Hier hinten, das ist ein Salat mit Chinakohl dran, Blutorangen und Sultanin. Nö, das geht schon noch. Okay, weiter. Das sind Datteln gefüllt mit Kakaobohnen. Und dann?
Bisschen irgendwie ein Sprossen. Ein Sprossenmüsli. Warte, der Buchweizen und Emmerkeimlinge und dann sind da Haselnüsse dran, Mandeln, Goji-Beeren, Kakaopulver, Maca, Vanille, Erdmandelpulver. Und dazu gibt es diese Soße da, die aus Banane, Dattel, Leinsamen, Kokos, Cashew, ein paar Mariendisteln sind noch dran, ein bisschen Flohsamenschalen, also ein bisschen andicken. Also es ist halt so ein rohes Müsli. Cool. Klingt sehr interessant. Ja, definitiv. Okay. Das ist wieder was Süßes hier vorne mit Heidelbeeren und Buchweizen. Ming! Buchweizen mit Heidelbeeren. Wahrscheinlich. Okay, das sieht aus wie Chips. Würsing-Chips. Würsing-Chips, genau. Jetzt hier hinten, das sind Apfel-Zwiebel-Cracker. Apfel-Zwiebel-Cracker. Das ist rohe Schokolade mit gekeimten Buchweizen, Mandeln und Maulbeeren und Hanf. Das ist ein Apfelstrudel, pro vegan. Alles Apfelstrudel. Hier vorne ist noch ein Salat. Das ist auch von mir. Es ist ein Radicchio-Möhre-Apfelsalat mit Boxhornklee-Sprossen, grünen Rosinen, Hefeflocken und dann so Dressing mit Miso-Paste, Senf, Balsamico-Creme, Leindotteröl, Apfelessig. Dankeschön. Also das sind Brownies und da sind nur Datteln, Mandeln und Kakao drin. Und bei den oberen Brownies ist ein bisschen Zimt drüber. Also falls jemand allergisch ist, die unternehmen. Weiter geht's. Irgendwelche Lebkuchen. Okay. Dann noch ein paar Energiebällchen, Schoko mit Kokos. Ja. Dann Pomelo. Was ist das? Pomelo. Pomelo. Ach, das ist Pomelo. Dann Zitrusfrucht. Tja, ich glaube, das steht da Christian. Was ist das? Helle ist, das ist Stierpudding mit Banane, Mango und Datteln. Was süß, genau. Dann kommt hier noch ein Salat. Das ist ein Obstsalat mit Rosenkohl und so einem Mandeldressing. Interessante Mischung. Und hier ist noch ein bisschen Granatapfel. Dann haben wir hier noch einen Salat, einen grünen Salat, Feldsalat ist dabei. Genau, da sind Radieschen drin und Linsen und Salat und Karotten. Karotten. Genau, und ein bisschen Olivenöl und ein bisschen Gewürze. Okay. Dann kommt wieder was Süßes. Ja, das sind Feigen und Datteln in Kokosschokolade mit Kokos und mit alles Liebe Gewürz von Sonntwo. Schön. Hier ist ein süßer Raspissalat, Karotte, Apfel, Mandel, Kokos, Zimt. Dann hier vorne ist so eine, ach da bist du schon. Hier vorne ist auch noch so eine Schokolebkuchencreme. Ja, die ist einfach nur aus Datteln, Kakaopulver und Lebkuchengewürzen. Okay. Sehr zu empfehlen. Schön. Sehr schlichtes Rezept, schön. Dann noch ein paar Energiebällchen. Von wem sind die? Also mit Kokos und was ist denn das kleine? Quinoa? Oder Amaranth? Das könnte auch Amaranth sein. Also einfach ein paar Energiebällchen. Okay. Achtung. Ja. Die Energiebällchen sind mit Mandeln und Dattel oder mit Haselnuss und Feigen. Und dann sind sie mit Kokosnussflocken und Amaranth. Ah, ja. Und so Bärenpulver, wo es bei ganz gibt, die Zokos. Smoothie-Pulver eigentlich. Okay, schön. Dann haben wir hier noch Birne und Himbeeren, dann so Lebe pur Goji-Riegel. Sind da noch Rohkostriegel? Dann Christian. Da sind Süßlupinsamen, die mariniert sind, so ein bisschen Barbecue-Style. Das sind Süßlupinen, ja. Das sind Mungo, ne? Das ist ja, Mungo-Sprossen. Hier kommen wieder köstliche Süßigkeiten. Wer hat die gemacht? Die bestehen. Das sind Eiskonfektpralinen aus Kokosöl, Kakaonips, Jakonsirup und Karob. Ja, sieht sehr schön. Noch sowas fürs Auge. Das sind getrocknete Papaya, getrocknete Ananas und getrocknete Bananenchips. Danke. Es hat keine Rohkost. Bestehend aus Dinkelvollkornmehl, Hefe, Chiasamen, Leinsamen, Salz, Wasser, Apfelessig. Okay. Dann haben wir hier nochmal Granatapfel.
Nochmal so. Das sind Energiebällchen, die bestehen alle aus Datteln und ansonsten verschiedene Variationen. Kokosraspeln sind dabei, Karottenpulver. Irgendwo Erdnüsse? Erdnüsse nicht, aber Walnüsse. Okay. Dann machen wir doch hier einen großen Kommentar von der Karin. Sehr schön, echt. Wirklich, Manni, echt. Schokolade? Ja, vegane weiße Schokolade. Die besteht aus Kakaobutter, Mandelpüree, Vanille, Jakonsirup in der Grundversion. Und ansonsten habe ich noch eine Version mit Kakaonips, eine mit Kokosraspeln und eine mit Walnüssen. Vielen Dank. Okay, echt. Fantastisch, seid ihr. Du hast zu viel Freizeit. Das ist ein Salat, den hat Chiara gemacht, beziehungsweise ich habe, also sie hat geschnitten, ich habe gewürzt, das ist Brokkoli, ja, Brokkoli, Tomate, Paprika, Zwiebeln, Kopfsalat, Tomaten, Gurken und halt einfach mit Essigöl, Salz, Pfeffer und sowas. Okay, gut. Dann Dattel. Scheint einfach nur Dattel zu sein. Obst, Äpfel. Hier ist ein Kuchen. Sieht aus wie... Wir hatten einen Kuchen gemacht. Hier, das ist Mattes. Mattes. Hallo. Ja, der besteht halt aus Mandeln, aus Flohsamenschalen, aus Himbeeren, Blaubeeren, Banane und Kokosnussmus und Kakaofett. So in etwa. Also war so, glaube ich. Dankeschön. Achso. Wer hat das gemacht? Das ist ein Salat mit Tomaten, Gurken, Möhren, Kohlrabi, Erbsen, Feldsalat, Äpfel, Rettichsprossen, Senfsprossen, Mungobohnen, Roggen und Mandeln mit einem rohveganen Tomatenketchup, bestehend aus Tomaten, Dattelpaste, Zwiebeln, Knobi, Apfelessig, Salz, Pfeffer, Curry, Basilikum, Oregano, Paprika. Fanny, das können wir doch gar nicht wieder gut machen. Das ist der Wahnsinn, was die hier kredenzt. Ich hatte zu viel Freizeit. Ja. Ach, das ist schön. Sehr schön. Gekeimte Roggensprossen. Okay. Genau. So. Da hängst du den Salat, Christian. Chinakohl-Apfelsalat mit einem Sesam-Dressing. Vielen Dank. Die Chips? Die Chips? Okay, so ein Chips. Ja, Chips. Joachim, würde ich sagen. Joachim? Richtig, das ist mein Krautsalat wieder mit Weißkohl, Zwiebel, Apfel und angemacht mit Apfelessig, Leinöl, Sonnenblumenkern sind noch dabei und Kreuzkümmel. Schön. Das sind gekeimte Süßlupinen, einfach genau. Schlicht, einfach nur gekeimt. Und dann haben wir hier noch gefüllte Pilze. Genau, das sind gefüllte Pilze, die habe ich mariniert mit Tamari und Olivenöl und gefüllt sind sie mit Cashew, mit getrockneten Tomaten und Schnittlauch und 2 Stunden dehydriert. Und das sind noch so ein paar Erbsensprossen, sind noch rundherum. Dankeschön. Jetzt stehe ich hier zusammen mit dem Wendy und beim Rohkostpotluck und ja, also der Wendy ist jetzt fast schon auch altes Urgestein hier beim Rohkostpotluck, zumindest ja. Hin und wieder tauchst du mal auf mit deiner Familie und ja, und du repräsentierst doch auch so ein bisschen so, meine Rohkost ist so ein bisschen ein Trend, aber du bist trotz dessen, dass du, sag ich mal, genauso wie ich wahrscheinlich, wie alt bist du? 44, naja. Dings, schon, sag mal, auch eine Generation noch drüber quasi und über den, dieses Trendy, du das schon länger machst und wie lange bist du jetzt schon dabei mit der Rohkost? Naja, so fünf Jahre beschäftigen wir uns. Fünf Jahre. Also aber das, auch richtig Rohkost. Nee, so, dass dich interessiert, dass das Thema relevant ist, darum geht's. Geht ja nicht um 100% Rohkost, da gibt es ja, glaube ich, keinen. Also, immer mal ein paar Monate, aber dann reißt es wieder ein. Ja, und das halt bei einem Rohkost-Potluck auch immer schön, dass halt wirklich alle Generationen sich hier treffen. Und wir haben Junge dabei. Heute, hast du es gehört, wer heute einen Salat zubereitet hat, die jüngste Person, die jemals einen Rohkostsalat zubereitet hat? Nein. 4 Jahre, ein Gurkensalat. Ja, das Mädchen habe ich gerade kennengelernt. Sehr, sehr geil. Total süß. Genau. Und ja, und dann gibt es halt noch ältere, eben so 50, 60 Dings, wo wirklich alles dabei ist. Und ja, so aus deiner Sicht mal so das Rohkost-Potluck, was bedeutet das für dich, wenn du hierher kommst? Was sind das für Tage und warum machst du das? Und sag mal so ein bisschen so deine Eindrücke. Das für Tage sind erstmal Freunde treffen. Ja, mittlerweile ist das ja so eine richtig schöne Community geworden. Und man trifft halt, gerade hier in Leipzig, der Rohkost-Potluck, das ist ja schon, sag ich mal, schon fast international. Zumindest deutschlandweit, ich komme ja überall, ne? aus dem Ruhrgebiet, aus Frankfurt, aus München, jetzt habe ich gerade hier aus dem Erzgebirge, also das ist schon toll. Ne? Und dann trifft man halt wieder die Leute, die man ja, über die Rohkost kennengelernt hat. Und ich stelle immer wieder fest, die Leute, die sich für Rohkost interessieren, die interessieren sich auch so für ganz, ganz weite Themen. Also nicht immer nur dieses normale, eingefahrene. Was machst du beruflich? Wie läuft es? Wie ist die Familie?
Familie, alles super. Beruflich, ja. Was mache könnte ich besser sein. Ich mache alles Mögliche. Könnte besser sein, aber ich mache alles Mögliche, ja. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, wisst ihr ja. Ne? Achso, du gehst jetzt die Frage ein. Ich dachte, das waren so die Fragen, die normalerweise die anderen nennen. Aber ist egal. Völlig falsch. Okay, jetzt hast du auch eine gute, hast einen eigenen YouTube-Kanal. Nenn deinen YouTube-Kanal. Was ist denn dein YouTube-Kanal? Dann sag das doch mal. Mehr Perma als Kultur. Mehr Perma als Kultur. Habe ich auch noch eine Seite www.mehrpermaalskultur.de. Kommt mal auf die Facebook-Seite. Okay. Einfach. Ja. Gut, na dann wunderbar. Und ja, wie lange bleibst du jetzt noch hier? Bleibst du auch immer noch bis Ende oder? Ja, wir bleiben immer ein bisschen mit drin Ende, ne? Cool. Finde ich, ja, doch. Solange die Kinder Lust haben und wir noch was zu essen. Also, denn wirklich, seit um 11, quasi um 11 geht es los und geht halt immer bis um 7, um 8. Also, ja, wir kommen immer ein bisschen zu spät, ne? Na. Da gibt es aber auch keine Plätze, gerade heute. Was sagst du zu der Fülle der Menschen heute? Oh, ja, hätte vielleicht begrenzen müssen sollen, aber es geht irgendwo, ja. Also interessant ist es. Und, interessant ist es auf jeden Fall. Was schade ist, wenn man ein bisschen später kommt, kriegt man nicht ganz mit, was wo drin ist genau, ne? Diese Anfangs... Aber ich glaube, das war heute bestimmt sowieso schwer, ne? War sehr, sehr schwer. Also die Anfangserklärung, weil das ist halt wirklich vom Platz her... Muss man dann im Nachgang sozusagen nachlesen auf meinem YouTube oder bei Silkes YouTube-Video... was da drin war, was man gegessen hat. Ja, selbst im Agrapark wird es ja immer größer. Ja. Also irgendwann müssen wir den ganzen Agrapark sperren, nur für den Rohkostbottler. Nur für den ganz Deutschland wird gesperrt, nur für den Rohkostbottler. Alles klar. Dann stürzen wir uns hier ins Getümmel, ne, Randy? Ja, und total leckere Sachen hier. Also ja, kann ich nur empfehlen. Ne? Aber wir müssen uns noch was holen. Ne? Alles klar. Boah, alles. Tschüssi. Tschüss. So was nennt man einen Rohkostrotz. So, und das ist jetzt sozusagen die Futterseite und das ist der Herr, der so ein bisschen Essprobleme hat. Ja! And back. Oh no no no! Woo! Oh, give me more! Give me more! Give me more! So, jetzt ist die Janine bei mir und jetzt hören wir mal eine kritische Stimme zum Rohkostpotluck, weil die Janine, die war ganz am Anfang, war die mal zweimal beim Rohkostpotluck und hat sich da so irgendwie so in die Sonne gelegt und war da so ein bisschen abseits, hat sie so ein bisschen beobachtet und das habe ich schon gemerkt, oh, da ist eine, ja, das ist so eine kritische Frau. Und ja, und jetzt ist er dann doch wieder hin und wieder mal gekommen und genau. Ja, und das wollte ich einmal fragen, das Rohkostpotluck, warum am Anfang so kritisch beäugt und ja, warum jetzt nicht mehr oder vielleicht doch immer noch kritisch? Ja gut, also ich war ja bis dato normal Esser sozusagen. Ich habe Fleisch gegessen, ich habe alles andere gegessen und habe einfach gelebt, wie ich das so ja, gelernt bekam oder wie man das halt gewohnt war. Und dann, als ich dann Silke kennenlernte und dich sozusagen, euch, habe ich angefangen, mich davon schon ein bisschen inspirieren zu lassen. Aber ich dachte erst so, guckst du mal. Machst nicht viel da drum rum. Also du warst nicht nur nicht Veganer, sondern auch du warst wirklich, ich sag mal, Normalesser klingt immer so perfide, weil Fleisch normal, ja, ist so, ja. Aber omnivor, sagen wir mal. Genau. Ja. Und ja, auf jeden Fall, und das hat mir aber gefallen und dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt guckst du mal, lernst mal die Leute ein bisschen näher kennen und dann hat mich das einfach doch immer mehr inspiriert und immer mehr... Ja, gefreut so und habe das immer mehr probiert und habe dann ja, viel Grün gegessen und mal gefastet. Letztes Jahr habe ich gefastet und habe gedacht, mein Gott, ein Tag ohne Essen geht gar nicht, war wunderbar. Und dann den Alkohol reduziert, jetzt esse ich kein Fleisch mehr, lebe momentan viel mit Säften und ess und trink sozusagen recht wenig. Und also hast dich sozusagen inspirieren lassen. Ja, genau. Und das Rohkostpotluck? Würdest du sagen, hat schon einen großen Teil mir dazu beigetragen? Definitiv. Also die Leute sind natürlich auch klasse. Es kommen ja mal ganz viele verschiedene Leute. Und wir sind ja immer mal woanders. Und da kann jeder sich das aussuchen, wie er will. Und die Köstlichkeiten sind natürlich hervorragend. Ja. Ja.
also ich erinnere da an Andreas, seine Fleischbällchen vom vorigen Mal. Andreas heute hier, liebe Schade. Grüße an Andreas, du fehlst, beziehungsweise deine Fleischbällchen. Genau, ich habe extra gefragt, gibt es heute wieder Frikadellen von Andreas, leider. Aber heute die Brokkoli, hast du die gegessen? Brokkoli fand ich auch total toll. Ja, schön herzhaft, ich mag es eh herzhaft lieber als süß. Aber es gab ja wieder leckere Brownies. Ja, die waren nicht so meins, da hat die Süße ein bisschen gefehlt. Ja, eben drum, die war nicht so süß, war toll. Ja. Ja, war nicht so süß, war toll. Nee, war nicht so süß, war nicht toll. Das ist so richtig. Ja, genau. Ja, und jetzt habe ich ja den Entsafter von Silke geschenkt bekommen. Und Hier ist auch viel, dass die Leute hier austauschen, freiwillig mal ein Buch austauschen oder mal. Ich habe heute Cassia Fistula, so drei Stangen mitgebracht, wie jemand, die mal gefragt hat, dass er das benutzen kann oder sowas. Im Gegenzug bekomme ich auch irgendwie von anderen was. Also, sie sind wirklich alle hilfsbereit und das ist halt auch das. Genau. Man wird nicht inspiriert durch, du musst das und das ist gesund, sondern einfach mit Liebe, mit Herzlichkeit, mit Leben und die Leute erkennen das, dass es einem gut geht. Und ja, das ist, glaube ich, so das Entscheidende, warum dann auch über kurz oder lang, wer zum Rohkostpotluck kommt, wahrscheinlich dann irgendwo, dann doch irgendwo zumindest mal probieren wird, sich gesund zu ernähren. Also, das heißt, gesund ist auch schon wieder so wertend gemeint aus meiner Erfahrung, aber ich denke, es ist die gesündeste Lebensform und zumindest den mal einen Versuch bringen. Schön, dass du jetzt sozusagen auch mit dabei bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Gut, dann werden wir uns mal wieder in die Massen stürzen. Ja, genau. Und weiter essen. Ist deine Brille beschlagen, oder? Ja, du atmest zu viel. Macht's gut, ihr Lieben. Alles klar, tschüss. Tschüss, ciao. Heute hier mal bin kaum da, muss ich fort, mich niemals deswegen gefragt. Hab mich selbst so gewesen, die Jahre gezählt, gestern und morgen geschaut. Manchmal träume ich schon, und dann denk ich es wert, Zeit zu bleiben und was ganz anderes zu tun. Jahr um Jahr, und es ist mir nicht klar, nicht nein, das nicht bleibt, wie es war. Dass man mich schon nach Tagen vermisst, nämlich längst wieder anderswo bin. Stört und kümmert mich nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht noch dem ein oder anderen im Sinn. Ich bin jetzt hier mit der Ming und wir sind jetzt auch wieder beim Rohkostpotluck, immer noch beim Rohkostpotluck. Und und die Ming war ja schon im Interview, ich brauche gar nicht fragen, dass ihr das Rohkostpotluck total geil findet und dass ihr euch alle einlädt und dass alles total super duper mega geil ist, sondern wir machen etwas anderes. Und zwar hat die Ming so eine kleine Verlosung gemacht, beziehungsweise annonciert auf ihrem Facebook-Seite, genau. Ich wüsste nicht, dass das Facebook-Seite heißt. Also, furchtbar. Egal. Auf jeden Fall hat auf ihrer Facebook-Seite ein kleines Gewinnspiel gemacht. So, und da hat sie Kalender sozusagen zur Verlosung freigegeben. Und da haben sich echt total viele gemeldet. Ne? Obwohl eigentlich noch relativ, sagen wir, überschaubare Abonnentenzahlen, sag ich mal, also 500, 600 oder so. Ne? Ja, mittlerweile 600. Ah, 600, ja, okay. Ordnung muss sein. Auf jeden Fall haben sich trotzdem extrem viele gemeldet, auch aus anderen Plattformen, vielleicht auch aus dem Video, was wir gemacht haben, wo du hier gerannt bist, ne, unser Projekt. Da verlinke ich euch nochmal oben. Und da war so eine Verlosung und da haben ganz viele da bei dieser Verlosung mitgemacht. Und ja, und dann wollten wir das einfach mal im Rahmen dessen jetzt hier machen, weil die Ming hat selber keinen Videokanal, wo sie die... Wo schaust du da hin? Was? Ich habe auf die Verlosungstopf geguckt. So. Wieso? Was habe ich auf deine Brüste oder was meinst du jetzt, was habe ich geguckt? Egal, auf jeden Fall, weil Ming keinen eigenen YouTube-Kanal hat, da haben wir einfach mal gedacht, dass wir das jetzt hier im Rahmen des Rohkost-Potluck-Videos machen und dass sie dann dezent darauf verweisen kann, dass die 500, 600 Leute, die ihre Facebook-Seite abonniert haben, natürlich auch meinen YouTube-Kanal abonnieren, weil das ist sowieso der Beste der ganzen Welt. Und wir machen jetzt einfach so die Verlosung und wir machen die offiziell und die ist der Lostopf. Zeigst du mal den Lostopf? Ja, und was geht's überhaupt? Hast du nicht den Rokus-Kalender irgendwo hier gehabt? Willst du mal zeigen? Also es geht auf jeden Fall um den Kalender, weil das hast du ja nicht gesagt. Ach so, ich habe gar nicht gesagt. Hast nur gesagt, um eine Verlosung. Ja. Aber für die, die es halt nicht wissen. Genau. Genau. Habe ich so im Rahmen meiner kleinen Intensivausbildung zur Ernährungsberaterin habe ich jetzt so eine Art Rokus-Kalender gemacht. Könnt ihr hier sehen. So. Genau. Durchblättern mache ich jetzt nicht. Auf jeden Fall haben sich wirklich richtig, richtig viele gemeldet. Wir haben, also ich habe insgesamt, ich weiß gerade gar nicht, so 70, 80 Meldungen bekommen. Und erstmal vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und hier ist auf jeden Fall der Lostopf. Ich habe alles handschriftlich aufgeschrieben, die ganzen Namen. Natürlich mit Hilfe eines guten Freundes. Und ich würde mal meinen, möchtest du reingreifen?
in den Lostopf. Achso, ja. In den Lostopf reingreifen und bitte einen Zettel ziehen. Einen Zettel ziehen, okay. Genau. Bitte? Ich kann jetzt schon sagen, ich ziehe die Sabine. Gibt's eine Sabine? Eine Sabine gibt's. Guck mal. So. Okay, mal schauen wir jetzt. Wenn es die Sabine wird, dann legen wir sie wieder rein, die Sabine, oder? Nee. Ich habe ja nicht wirklich reingeguckt, also. So. Das gibt's nicht! Zeigst du in die Kamera! Das zeigst du in die Kamera! Ist das geil? Zeig rein! Moment, ist es wirklich das echt? Sabine. Warte. Das sieht man so nicht. Das ist die Kamera! Das ist wirklich, wo ist die Kamera? Krass! Ich hab nicht mal gewusst, dass es eine Sabine gibt. Ich schwör's, echt, bei meinem Leben. Bei allem, was mir heilig ist. Ihr könnt euch beim Christian bedanken, krass. Für alle, die mitgemacht haben. Christian hat Sabine wirklich gezogen. Krass. Und auch im Vorderrhein Sabine gesagt. Es gibt wirklich eine Sabine. Es gibt, wie viel tausend Namen gibt's? Und ich sage, Sabine, ich zieh dich. Und dann zieh ich auch noch die Sabine. So, ihr könnt wirklich reinschauen, also, oder du reinschauen. Ich habe wirklich alle Namen. Aber... Krass. Ich zieh jetzt den Holger. Ich zieh noch einen Holger. Gibt's noch jemanden zum Ziehen? Holger gibt's, glaube ich, nicht. Aber das machen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall, Sabine mit dem Sternchen, das heißt, die Sabine hat nämlich auf meinem Blog kommentiert und ist natürlich dann auch in den Lostopf reingekommen. Und ja, herzlichen Glückwunsch an Sabine und viel Spaß mit dem Rohkostkalender. Und du kannst wirklich Christian dafür danken. Ach, und vielleicht wir haben eine totale Verbindung, Sabine. Sabine, tu mich mal bei Facebook anschreiben. Also irgendwas ist zwischen uns. Und vielleicht schaust du mal, also wenn du jetzt Christian nicht kennst, vielleicht schaust du mal bei seinem YouTube-Kanal rein und ja, vielleicht werdet ihr dann Best Friends. Also viel Spaß damit. Ich mag ja diese Bezeichnung nicht, Freunde. Also lass uns mal keine Grenzen ziehen. Ja, genau. Also viel Spaß. Ja, ja. Krass. So, gibt es wirklich nur einen, der gewonnen hat? Nur einen, ja. Okay, na dann war es das schon. Und du musst noch sagen, Rohkostpotluck ist super und danke fürs Reden. Rohkostpotluck ist super und bitte alle kommen und einladen. Naja, das würde ich jetzt nicht sagen. Wieso? Weil es so eng war, oder? Wie war es denn heute für dich so, das Enge? War jetzt nicht so. Also ich habe mich dann doch eher zurückgezogen. Mhm. Also draußen ist wirklich besser. Also wenn ihr kommen wollt, vielleicht jetzt nicht, auch nicht nächsten Monat, aber im April, Mai? Ja, denke ich. Im April hoffe ich spätestens dann genau, draußen wieder. Im April kommt auf jeden Fall. Also es ist eine super schöne Atmosphäre, super schöne, viele nette, interessante Leute. Und dadurch, dass wir heute in dem Raum gemacht haben, es war wirklich so auch stickig gewesen. Und ja, es war trotzdem schön, alle wiederzusehen. Mhm. Auf jeden Fall auch immer neue Gesichter. Aber kommt bitte, wenn es... Wenn es die Gäste bisschen, auslädt. Ja, ein bisschen. Weil Christian macht immer so viel Werbung über YouTube. Ich habe diesmal gar keine Werbung gemacht. Über Let's Talk, über Facebook und schreibt da die Leute an. Silke hat noch mal, ich habe keine Werbung gemacht. Ich habe wirklich keine Werbung gemacht. Extra diesmal nicht, denn die Leute, die es wussten, weil ich wusste, dass es schon so eng wird, die wussten das halt eben. Und wer gefragt hat, den habe ich gesagt. Aber Silke hat dann noch einmal. Und Silke ist wirklich schuld. Genau, also Christian ist nicht dran schuld, Silke ist auch nicht dran schuld. Und, und ja, genau. Sabine? Merkt ihr es? Die Story des Tages, definitiv. Also ist mega, ist so geil. Ich komme echt nicht klar. Ja, okay, also mach's gut und vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ihr wart wirklich super klasse. Kannst du vielleicht noch andere Zettel zeigen, dass nicht nur Sabine drin ist? Ich habe hier... John. Wen haben wir hier? Meerschwein. Selena. Ja. Wir haben es ist wirklich, Marcel. Es ist wirklich, und so alles handschriftlich geschrieben. Renate, ja. Krass, das ist eine Arbeit. Genau. Wahnsinn. Vielen Dank auch an Christopher, der die Hälfte wirklich handschriftlich geschrieben hat. Ich weiß nicht. Ich habe jemanden dazu beauftragt, aber trotzdem, ich habe auch ein paar Namen aufgeschrieben, ja. Gut. Na dann, okay. Gehen wir zurück zum Rohkostpotluck und vielleicht sehen wir uns ja dann nicht das nächste Mal, sondern erst im Sommer. Gut, tschüss. Wir sind jetzt mal ganz nah hier bei euch, weil wir sind noch im Raum und wissen nicht, ob ihr uns jetzt versteht. Wir hoffen, dass ihr uns versteht. Wir machen ein kleines Resümee, heute mal relativ kurz. Warum wir so eng stehen, hat einen großen Grund. Warum stehen wir heute hier so eng, Silke? Weil der Raum voll ist. Der Raum ist total voll. Wir können nicht draußen das Resümee machen, weil es dunkel ist. Also müssen wir uns hier in die hellste Ecke irgendwo quetschen. Genau. Hier ist alles eng, ganz, ganz eng. Also heute ist nichts für Klaustrophoben und Soziophobie-Geschädigte, sondern hier ist wirklich Körperkontakt ohne Ende. Und ja, selbst ich, der wirklich gerne und viel
Körperkontakt hat, muss sagen, das ist echt krass heute gewesen. Wirklich krass. Und ja, und wer ist schuld daran, dass es wieder so viel geworden sind? Ich, weil ich einfach Werbung auf Facebook gemacht habe. Ja, es ist in der Tat so, dass ich wollte es diesmal, oder wir wollten es diesmal nicht begrenzen, einfach offen lassen. Und die Interessierten, die haben schon nachgefragt, wann es nächster Rokospotluck ist. Und dann haben wir natürlich immer gesagt, wann es ist. Aber wollten natürlich noch groß Werbung und sonst was machen, weil wir wussten, der Raum ist leider klein. Es ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Es ist einfach ja, für den Raum, sage ich mal, wirklich zu viele. Am nächsten Mal müssen wir sehen, ob wir dann vielleicht wirklich mal einen Raum mieten und das dann halt doch 1 Euro oder 2 Euro dann Eintritt kostet, damit wir halt die Miete bezahlen können. Und dann machen wir es halt draußen. Bin ich dagegen. Also gerade für Menschen, die Rohkost noch nicht so gewöhnt sind, die dann draußen stehen und Rohkost essen, es wird einfach kalt. Ja, einfach ich glaube nicht gemütlich. Auch. Und ich bin ja ganz froh, dass du dagegen bist. Da kann ich sagen, ich bin der harte Rohköstler und trotzdem schön im Warmen dann feiern. Ja, ja, ja. Ja, ja, und ansonsten von der Dichte der Menschen, das halt immer, wiederholen uns ja immer, aber es sind halt immer wieder neue und vor allem halt auch wieder von irgendwoher und Fahrgemeinschaften aus Köln sind diesmal 4 gekommen und es ist ja einfach. Wir stehen noch gerade mitten im Buffet. Wir stehen noch mitten im Buffet, weil wir Füßen noch Dosen nirgends und im Platz. Aber wir können schon sagen, wann der nächste Rokospotluck ist. Am 11.2. Am 11.2. Und da ist ziemlich geil, weil am 11.2. ist ja in Leipzig direkt abends dann Freitanz. Und das ist so eine Sache, also wer gern tanzt, das ist was durchaus Spirituelles. Und, aber da erzählen wir vielleicht ein anderes Mal mehr. Es ist mega und ja, dann ist ja so ein Riesentag. Erst Rokospotluck und dann Freitanz und mega. Ja, und da würde ich sagen, damit wir mal wieder hier atmen können, müssen wir kurz an frische Luft atmen. Da müssen wir euch rausnehmen, weil ihr euch uns dann nicht mehr seht, weil es dann dunkel ist. Ja. Ja? Verabschieden wir uns oder gibt es noch was Wichtiges? Außer wir wollen noch was zum Essen sagen. Was wollen wir zum Essen? Lass sagen, was zum Essen? Es war sehr süßlastig, zur Freude von Christian. Das stimmt, es war sehr, sehr süßlastig, ja. Aber ich habe was Herzhaftes mitgebracht. Ja, Süßlupinen. Süßlupinen, 2 Kilo Süßlupinen. Weil ich wusste, ja, also, das wird ja alles alle. Da kannst du die nächsten Tage noch essen. Ja, ich bin gespannt. Es wird ja immer alles alle. Und ich habe gedacht, diesmal musst du irgendwas machen, damit es mal nicht alle wird. Dass wirklich immer noch was da ist zum Essen, für die, die wirklich Hunger haben. Und da habe ich mich einfach für ganz normale Süßlupinen entschlossen, Süßlupinen-Sprossen, und habe die dann noch ein bisschen mariniert, so ein bisschen Barbecue-mäßig, 2 Kilo gemacht. Und ja, es sind halt immer noch ein bisschen da. Bisher ist gut. Naja, so 1,5 Kilo sind wahrscheinlich. Gut, na dann, ja. Das war's? Das war's. Bis bald. Bis bald, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.